Sind die Stimulus-Hoffnungen jetzt endgültig tot? Man könnte es vielleicht vergleichen mit einem gerade gefangenen Fisch, der noch ein bisschen zappelt, aber eine miserable Perspektive hat. Und so ist es eben auch mit diesen Stimulus-Hoffnungen. Und diese Stimulus-Hoffnungen waren ja im kurzen Zeitfenster eigentlich der größte Treiber für die Aktienmärkte, neben den zwei anderen Großthemen, Coronavirus und US-Wahl. Schauen wir uns mal diese drei Themenkomplexe an. Es bleibt nichts anderes übrig, denn das sind, wie gesagt, diejenigen, die dann wirklich das Geschehen ja bestimmen. Gestern wieder Stimulus-Hoffnung, dann ging es nach oben, dann wurden die Gewinne wieder abgebaut, respektive man drehte wieder relativ deutlich ins Minus, nachdem klar war, dass doch keine Einigung, entgegen der optimistischen Aussagen von Edward Pelosi, doch keine Einigung erzielt wurde. Und so ist es ein permanentes Hin und Her. Wir sind nach wie vor, was die Aktienmärkte betrifft, in einer Seitwärtsrange, aber eins nach dem anderen. Kommen wir zunächst mal zu dem Thema Stimulus. Und wir sehen hier, McConnell hatte gesagt, der Führer der Republikaner im Senat hat gesagt, ja, also es gibt nicht mehr genug Zeit für eine Abstimmung, nämlich über dieses Stimulus-Deal vor der US-Wahl. Das ist eigentlich relativ klar, das ist eigentlich relativ deutlich. Meadows, Chef des Weißen Hauses, hat gesagt, okay, wir stehen jetzt so bei 1,9 Billionen als Verhandlungsmasse. Aber Pelosi selber hatte gesagt, dass, oder wurde klar gemacht seitens anderer demokratischer Abgeordneter, dass man eigentlich nicht über diese Geschichte abstimmen will, jetzt noch vor den Wahlen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Situationen. Wir haben erstmals die Situation, dass die Republikaner sich uneinig sind und, wie hier Insider sagen, Mnuchin misstrauen. Man hält ihn nicht für einen echten Konservativen. Man sagt sich, was geht hier ab? Man traut nicht dem Mnuchin und dementsprechend ist das natürlich eigentlich eine Totgeburt von Anfang an. Wir haben bei den Demokraten eigentlich einen gewissen Widerwillen, wir haben bei den Republikanern innerhalb der Partei einen gewissen Widerwillen gegen Mnuchin, gegen dieses Paket, gegen mögliche Geschenke an die andere Seite. Also spieltheoretisch ist das eigentlich eine Lose-Lose-Situation und es müsste irgendwie ein Wunder geschehen, dass der Fisch noch aus dem Boot rausspringt und sich wieder ins Meer rettet. Allein es fällt schwer an dieses Wunder zu glauben. Kommen wir zur US-Wahl. Da hat es jetzt die Diskussion, die Fernsehdebatte gegeben zwischen Trump und Biden. Die zweite, sehr viel gesitteter, sehr viel sachlicher. Das hat so ein bisschen wieder, naja, sagen wir mal, das Image der USA verbessert nach diesem katastrophalen Eindruck der ersten Fernsehdebatte. Hier sagt Trump zum Beispiel, Pelosi will nicht wirklich einen Stimulus-Deal. Dann sachliche Argumente in Sachen Mindestlohn. Das wird Jobs kosten, weil dann Firmen gezwungen wären, Leute zu feuern. Und hier Bidens Punkte zum Beispiel, der sagt ja, dass wir keinen Deal haben in Sachen Stimulus, das ist die Schuld von McConnell. Er will sozusagen ja, oder er will auf jeden Fall den Mindestlohn anheben. Also hier hat man wirklich mal sachliche Punkte gesehen, die sich unterscheiden. Dann eben auch hier dieser Vorwurf des Trump-Lagers, dass Joe Biden Gelder angenommen hätte. Das hat Biden hier zurückgewiesen und gesagt, ich habe keinen einzigen Penny von irgendwem aus einem anderen Land angenommen. Also hier ist auf jeden Fall die Situation, sobald jetzt das Trump-Lager da nicht wirklich einen Nachweis führen kann, dass das der Fall ist, wird das so ein bisschen verpuffen. Wir sehen also, dass insgesamt, und das hat hier Gabor Steingart mal so zusammengefasst, wir sehen, dass diese Diskussion viel, viel besser war. Trump konnte sich profilieren als Gegner staatlicher Gesundheitsvorsorge, als Türsteher gegen Migranten, als Mann der Wirtschaft und so weiter, während Biden eben sozusagen die Softfaktoren angesprochen hat. Hier sagte auch Steingart, Biden wirkte nicht wie der Herausforderer, sondern wie der Amtsinhaber, der sozusagen sich verteidigen muss. Aber das zeigt ja schon ein bisschen, dass Trump in der Defensive ist, jetzt wirklich diese Attacke reiten muss. Es war auf jeden Fall nicht ein Gamechanger, wo man sagt, ja, Biden hätte sich jetzt blamiert und damit könnte sich vielleicht die Geschichte jetzt in eine völlig andere Richtung drehen. Nach wie vor die Schwäche von Trump und das ist das, was sozusagen diese Wahl entscheiden kann. Was ist das wichtigste Thema für die Amerikaner? It's the pandemic, es ist also die Pandemie oder it's the economy und derzeit ist Pandemic Nummer 1. Hier sehen wir, wie Trump darauf reagiert hat. Ich übernehme die gesamte Verantwortung, aber es ist nicht meine Schuld, weil das kommt ja aus China. Das ist Chinas Schuld, also immer wieder dieses Abschieben in Richtung China.
Und dann eben auch angesprochen auf seine permanente Hoffnungsschürerei in Sachen Vakzin, in Sachen Impfstoff. Ja, das wird sowieso vorbeigehen und gegen Jahresende werden wir den Impfstoff haben. Das hatte Trump ja immer wieder versprochen. Momentarily we will have the vaccine, aber es ist eben deutlich schwieriger, wie die Dinge sich jetzt zeigen. Also vor nächsten Frühjahr dürfte nicht ein einigermaßen sicheres Mittel dagegen existieren, wenn überhaupt jemals, das werden wir sehen. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, die Pandemie in den USA, das ist der Trumpf für Biden schlechthin. Schauen wir uns mal die neuesten Daten an. Hier sehen wir gestern 73.000 Fälle, über 72.000 Fälle, weit über 1.000 Tote, nämlich 1.107, wenn ich das richtig hier sehe. Was haben wir hier? Nee, 1038. Natürlich geht die Testzahl nach oben, gar keine Frage, aber auch die Hospitalisierungen gehen nach oben. Die Positivquote der Tests ist sehr, sehr hoch. Also wir sehen hier die Trends auch in den USA, die zeigen nach oben. Wir haben zum Beispiel Berichte aus Ohio, die richtig dramatisch schon sind. Da hatte der Gouverneur einen wirklich dramatischen Appell gestern gegeben, gerade im mittleren Westen, also da, wo die Trump-Fans eigentlich zu Hause sind, aber auch eben in solchen Bundesstaaten wie Ohio, die Swing States sind, da nimmt jetzt sozusagen das Geschehen deutlich zu. Das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Wir haben insgesamt jetzt die Situation gestern ja in Frankreich 41.600 Fälle, absoluter Höchstwert mit einer Positivrate von 14,3%. Das ist also die Positivrate, die Anzahl der positiven Tests, die hier entscheidend ist und die eben deutlich nach oben weist. Wir haben jetzt neue Einschränkungen im Norden Portugals. Wir haben Polen, das Restriktionen erlässt. Wir haben in verschiedenen Bereichen wieder neue. UK zum Beispiel gibt es neue Einschränkungen. Man könnte die Liste fortsetzen. Also das wird immer mehr ein Thema, immer mehr auch diese Lockdown-Geschichte wird wichtig. Also kommen wir jetzt zu den Aktienmärkten. Was ist da passiert gestern in den USA? Wir sehen, dass Energy deutlich hatte zulegen können. 4,2%. Fast alle Sektoren positiv. Bis auf Real Estate, also Immobilien, Consumer Staples und vor allem Information Technology. Interessant, dass also gestern nicht die Tech-Werte die Führung übernommen haben. Wir sehen hier insgesamt, dass die Finanzwerte dabei sind, jetzt möglicherweise auszubrechen. Hier der XLF, also das maßgebliche ETF auf amerikanische Finanzwerte in Relation zum S&P 500. Die untere Grafik, da sehen wir, da scheinen wir aus diesem Abwärtstrendkanal auszubrechen und das liegt vor allem daran, dass eben die Renditen für Staatsanleihen steigen. Hier oben sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihen, 0,85%. Ein langsamer, aber ziemlich sicherer Anstieg der Renditen. Das ist gut für die Finanzwerte. Da kann man dann über die Fristentransformation wieder Geld verdienen. Das ist auf jeden Fall auffällig. Insgesamt sehen wir das, was ich gestern schon sagte, Growth gegen Value. Growth wird jetzt nicht mehr so gut laufen. Value dürfte besser laufen. Wir haben gestern schwache Intel-Zahlen gesehen. Die Aktie nachbörslich minus 10%. Und insgesamt diese Fanmeng-Stocks sind jetzt mehr wert als die 7 größten europäischen Wirtschaften kombiniert, respektive deren Aktienmärkte. UK, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und Polen. Das sagt schon einiges in Sachen Bewertungen und die Dynamik jetzt dieses Sektors, auch was die Gewinne betrifft, lässt jetzt nach. Wir sehen insgesamt an den Aktienmärkten eine Seitwärtsbewegung. Wir haben jetzt eigentlich eine positive Grundformation, inverse Schulter, Kopf, Schulter. Sind dann sozusagen ein bisschen runtergekommen, sind nach wie vor in diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Brechen wir nach oben aus, wäre das bullisch, dann können wir neue Allzeithoch sehen, wahrscheinlich erst kurz vor oder nach der Wahl, aber jetzt sind wir eben noch in diesem Abwärtstrend und möglich ist eben auch ein Ausbruch nach unten. Das ist eine noch unentschiedene Frage. Hier sehen wir mal die verschiedenen Szenarien seit 1949, wie es ist, wenn die bestehende Partei, also die regierende Partei, sich durchsetzt oder wenn die regierende Partei verliert, dann sehen wir mit Abstand die schlechteste Entwicklung. Die sehen wir dann eigentlich bis Ende Oktober. In allen Szenarien ging es dann immer Ende Oktober nach oben in die Wahl rein sozusagen und dann konstantes nach oben marschieren. Wer wird die Wahl gewinnen? Hier mal ein interessanter Vergleich zwischen der Umfragelage 2016 und jetzt 2020. Und wir sehen, ja, Clinton hatte immer einen Vorsprung in den Umfragen, aber der war sehr viel geringer, als wir jetzt konstant seit Wochen und Monaten schon
eigentlich die Situation haben, dass dass Biden-Lager in den Umfragen vorne gesehen wird, auch wenn Trump jetzt aufgeholt hat. Die Frage ist, wird das noch reichen? Wird das noch ein Game Changer sein? Ein Game Changer könnte sein, was heute an Konjunkturdaten kommt. Das spielt natürlich mit diesem Corona-Thema eine Rolle. Wir haben heute die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, aus Frankreich um 9.15 Uhr, um 9.30 Uhr dann Deutschland, um 10 Uhr dann die Eurozone. Wir sehen hier oben die deutschen Zahlen. Oben das Gewerbe, das sich sehr, sehr gut erholt hat, mit starken Werten weit über 50. Dagegen unten der Dienstleistungssektor, der permanent jetzt wieder nach unten geht, kongruent mit dem Coronavirus. Das dürfte noch schwächer werden, nachdem ja jetzt Einschränkungen eben dann im Einzelhandel wirksam werden. Und wir haben um 10 Uhr den IFO-Index, das wird auch nochmal ein Hingucker. Hier hat sich ja auch monatelang jetzt diese Entwicklung nach oben fortgesetzt. Jetzt kann man gespannt sein, wie die Zahlen heute ausfallen bei Finanzmarktwelt.de. 9.30 Uhr, schon unter 10 Uhr. Wir werden berichten über die Zahlen. Objektiv, neutral und sympathisch, wie immer, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste, das, was ein bisschen die Gesamtlage, die Stimulus-Hoffnungen sind eigentlich tot. Der Fisch zappelt aber noch ein bisschen und immer wieder werden diese Hoffnungen gespielt, aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt sehr unwahrscheinlich, dass da noch vor der Wahl was passiert. Also wird der Fokus mehr sich auf die Wahl jetzt konzentrieren und auf das Thema Corona. Ich wünsche jetzt das Allerbeste an diesem letzten Handelstag der Woche. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend noch zum Marktgeflüster. Bis dann. Ciao.